Plant life has claimed most of the central area. Big plants, too. Report. Records show that vegetation has grown to an abnormal size since the departure of humans. Hmm. Wonder if there are any huge boars and such, too. Okay. Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Nier Automata. Das kam unerwartet, dass jetzt plötzlich jemand schon anfängt zu reden. Damit habe ich halt echt überhaupt nicht gerechnet. Aber hey. Oh, Items. Kristall. Im letzten Part haben wir so ein bisschen angefangen, die ersten Quests hier mit 9S zu erledigen. Den Standardkram halt. Und wir haben eigentlich alles erledigt. Nur war halt die Zeit gerade passend, dass ich sagen konnte, gut, beenden wir den Part, bevor wir zum Schmied gehen. Weil jetzt gehe ich zum Schmied. Okay? Okay. Komischer. Ich. Ich kann jetzt tatsächlich wieder anvisieren. Ich glaube, das war ein Bug im Spiel tatsächlich. Also ich hatte die Taste gedrückt, aber es hat nicht funktioniert. Warum ich da so ein Problem hatte, ich habe keine Ahnung, aber... Hä? Was ist los mit dir, hä? Warum so aggressiv? Fucking Level 30er. Ah, ich habe ihn gehackt. Nice. Alles kaputt machen. Die Musik. Nice, alles zerstört. Vernichten wir ihn. Boom. Hast du keine Chance gegen meine... Oh, ihr wollt auch, dass ich euch hacke? Kein Problem. Eigentlich ist es ziemlich cool, dass sich das Gameplay so ein bisschen aufpeppt. Vor allem, das ist ja... Oh, fuck. Ah. Es ist ja immer nicht das gleiche... Das gleiche. Es ist nicht immer das gleiche Shooty-Shooty-Spiel. Darauf wollte ich hinaus. Nee. Na? Ich kann auch so die ganze Zeit schießen, hä? Findest du das besser? Mir fehlt ein bisschen das Kombolastige tatsächlich mit Tobi. Aber hey. Wie ich ja bereits vermutet habe, spielen wir, glaube ich, nicht allzu lange 9S. Glaube ich zumindest. Ey, komm her. Kern. Der ist down. Da habe ich es ihm gegeben. Nice. Oh, beide sind erledigt. Wunderbar. Gut, gehen wir zurück zum Dorf. Wir hätten uns auch porten können. Bin ich blöd? Darauf müsst ihr nicht antworten. Hey, Leute. Ist klar? Schmied, ich hab deinen Kram. Ja. Ja, du hast meinen Stuff. Ihr seid krasse Typen. Ich weiß. Ich bin Fully. Hey, ja. Okay, danke. Oh, 5000. Ja, darauf kannst du wetten. Kaufen. Ja, die muss ich mir eh noch holen. Es ist vielleicht sinnvoll, mit 9S tatsächlich was Schwierigeres zu kaufen. Das weiß ich gar nicht. Upgrade. Was können wir upgraden? Das können wir nicht upgraden. Oh. Ah, stimmt. Da müssen wir einen anderen Typen für finden. Also dann erstmal soweit nichts. Grausame Schwur. Ist das jetzt die Waffe von 9S? Grausamer Schwur. Wir tragen aber doch Tugendvertrag, oder? Ist das nicht das, was wir ausgerüstet haben? Ich hoffe mal. Obwohl das auf dem Rücken natürlich ein bisschen anders aussah. Das sieht ziemlich mächtig aus. Machen wir das mal. Und dann kaufen wir uns den Bestienlord. Nice. Ja, bla bla bla. So, schauen wir mal, was wir ausgerüstet haben. Waffen. Waffenset 1. Das ist grausamer Schwur tatsächlich. Das ist gar nicht der Tugendvertrag gewesen. Ja. Ich würde das ganz gerne ausrüsten. Und da haben wir natürlich eine Faustwaffe, aber... Hä? Vielleicht ist es ja hier, wo ist es? Da, Tugendabkommen. Vielleicht ist das ja gar nicht verkehrt. Ja, ich glaube, so ein, ganz schnelles Schwert, ein starkes, ist nicht verkehrt für ihn. So, Anonymy, wir haben alles erledigt. Ach ja, bla bla bla, tja, ihr habt einen Job. Ja, wir helfen dir, klar, kein Ding, wir gehen, zum anderen Posten. Ich habe jetzt zugestimmt, dass ich in die Wüste gehe, oder? Wir können uns ja auch einfach dahin porten. Okay. Warum porten wir uns da nicht? Nein, was? Transport nur zum Bunker?
Warum? Warum? Operator to 9S. Transferring coordinate data for the location specified by Resistance Leader. Nice, Operator. You work fast. Mindless chatter drains energy, 9S. Please keep your comments reserved for mission-related topics. Yeah, yeah. Aww. Immer dieses Formelle. Er ist halt echt ziemlich gelangweilt, habe ich. Also, ich habe ja schon mal angesprochen, dass ich das Gefühl habe, er ist halt super gelangweilt von dem ganzen Kram. Ich bin wirklich gespannt, wie sich seine Story aufbaut, weil besonders nach der ganzen Sache mit dem Goliath, diesem richtig gigantischen Typen, den wir bekämpft haben, wo 9S ja verschwindet, da sollte ja ein komplett eigener Story. Ja. Au. Warum macht er mir so viel Schaden und ich ihm gar nichts? Willst du mich eigentlich verarschen? Der nimmt kein Damage. Oder? Der nimmt voll wenig Schaden. Was ist da denn los? Hä? Das sollte nicht so sein, oder? Rüsten wir doch mal was anderes aus. Nee, warte. So. Au, 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 au. Ey. Warum sind die so stark? Ich hack dich. Ich hack den Kleinen. Schnell, Tobi, gib mir Rückendeckung. Vorsichtig. Da. Keine Scheiße bauen. Nice. Das hat ihm kaum geschadet. Warum sind die so niedrig vom Level, aber vertragen so viel? Au. Das verwirrt mich halt schon ein bisschen. Das sollte halt echt nicht so sein. Ich meine, schau dir den mal an. Ja, der nimmt. Der ist vom Level 4 höher und der nimmt vernünftig Schaden zumindest. Au. Der nimmt auch Schaden. Ja. Ah, mein Gott. Mit 9S zu kämpfen, das ist halt. Die sind auch golden, sehe ich gerade. Die haben eine ganz andere Farbe. Die sind was Besonderes. Au. Ich merke schon. Das wird kein leichter Run mit 9S. War auch zu schön, wie wir mit Tobi durchgekommen sind. Wie oft sind wir gestorben? Zweimal oder so? Also nicht oft tatsächlich. Hey, komm her. Ja, dann halt nicht. Dann sterb halt so. So, den wollen wir hacken. So. Ah, fuck. Na. Was? Was? Da war noch ein Kern. Den habe ich nicht gesehen. Fuck. Ich hack ihn. Es ist ziemlich leicht, tatsächlich die zu hacken. Also zumindest dieses Minispiel zu erreichen. Übrigens, Arcade erzielt manchmal auch so seltsam. Also ich habe nach unten gezeigt, aber das hat der wohl irgendwie nicht ganz so angenommen. Ich muss das üben. Arcade ist übrigens genau der Modus, wo man dann sowas spielen kann. So. Geht doch. Explodiere! Nice. Ernsthaft, der nimmt halt nichts an Schaden. Was ist, wenn ich ihn hacke? Oh boy, was ist das denn? Ah, nein. Ah, den habe ich getroffen. So schön. Nur noch der eine. Komm schon. Komm schon. Nice. Das hat Schaden gemacht.
So, den kleinen auch noch. Wie die Musik schon beim Hacken so schwingt. Ziemlich gut. Okay, der Große, der hat jetzt tatsächlich mehr Schaden davon getragen als der Kleine vom Hacken. Deswegen werden wir weiter den Großen beballern. Oh, die, okay, die Dinger, die machen mir also Schaden. Au, das könnte mich ziemlich... Das habe ich gar nicht so sehr verletzt. Ey. Was soll denn das? Der nimmt... Den Großen will ich erledigen. Ohne Witz. Lass er sich nicht auf mich, auf mir sitzen. So, der ist erledigt. Ich habe noch 20 Sekunden. Komm schon. Komm schon. Ah. Komm schon. Nice. Flieg in die Luft. Alter, das hat's vollgebracht. Niedergriff plus erhalten, okay. Als ob der Kleine sich von nichts beeindrucken lässt. Ey. Hm. Der lässt sich halt echt von nichts beeindrucken. Die Größeren schon aus irgendeinem Grund, aber der Kleinere nicht. Ah, lassen wir das mal. Gehen wir weiter. Mal Richtung Wüste. Ich denke mal, wenn wir auch einiges schneller im Plot erledigen, dann können wir halt die Sachen, die wir auch kennen, schneller abhaken und schneller zu neuen Sachen kommen. Wie zum Beispiel auch ein paar Sidequests mal hier und da erledigen. Denke ich, werde ich tatsächlich hier auch mal einschieben. Ich meine, wir sollten hier, wie man sieht, wesentlich schneller vorbeikommen. Ich lese ja jetzt auch die Texte nicht mehr vor. Ich meine, haben wir alle schon gemacht, von daher, da ist nichts Neues. So. Hier. Warum kann ich... Seltsam. Ich kann mich nicht transportieren. Ja. Okay, ja. Ich will was kaufen. Kleine Erholung tatsächlich. Und zwar alles, was du hast. Danke. So. Oh, da liegt eine Leiche. Einfach mal mitnehmen. Oh, da liegt noch eine. Die können wir auch mitnehmen. Können bei 9S tatsächlich alles an Buffs und sowas gebrauchen. Nice. So, jetzt sollten die Maskenmenschen kommen und das heißt, wir dürfen gleich gegen Adam kämpfen. The Council of Humanity has a message for all of our brave androids fighting on the surface. Currently, our struggle against the machine life forms is at a stalemate. This battle has raged for far too long. I am sure all of you find the effort grueling. But now is not the time to give up. Now, more than ever, we must forge on. Remember that several hundred thousand humans on the moon want nothing more than to return to Earth. Glory to mankind. Those council broadcasts are always so stiff. Hmm. Report. Mail notification received from access point. Alles klar. Hey, Knarkov. Oder Jackass. Hi. Our leader told me all about you. Name's I hear it guess. Looks like. Yeah. Kaboom. Have anyone getting tangled up and don't go. Danke. Das ist nett von ihr. Ich habe immer noch nicht ganz verstanden. There's got to be an easier way, right? Hm. Ja, es könnte einfacher sein. Aber warum nicht mit Explosion, hä? Nein, es ist das Problem an Explosion. Nein, du bist zu schwach. Ah. Dann schießen wir halt drauf. Alter, nein, es ist definitiv doch der Challenge-Mode, oder? Er ist auch kein Kämpfer. Er ist ja irgendwie so ein Scanner. Jemand, der eigentlich nur die Umgebung abcheckt. Aber er kämpft nicht. This sand sure is slippery. Ja. Lassen wir die Leiche mal liegen.
müssen ja Progress machen. Nächste Kill. Yeah, I heard from the resistance that they've been seeing this a lot lately. Couldn't tell you why though. Okay, den einen haben wir gehackt. Weg mit deiner Maske. Ob er das macht? Oh, er sprengt sich gleich. Das ist aber nett. Also, es erreicht mein Ziel. Er nimmt die Maske weg. Der hat die Maske wirklich abgenommen. Das sah interessant aus. Hat mir aber überhaupt nichts gebracht, dieser Move. Ich glaube, egal auf welchen Roboter wir oder auf welche Maschine wir hier treffen, da würde immer wieder nach rechts dahin gehen. Zumindest wüsste ich nicht, als ob da jetzt irgendwie was anderes passieren sollte. Außer, dass man halt in eine Sackgasse gehen kann. Vielleicht hatten wir beim letzten Mal auch einfach nur Glück, den richtigen Weg direkt genommen zu haben. Nee, nix mit Kiel. Ich möchte noch eine Weile leben. Ich muss das hier noch aufnehmen, hallo? Ich habe eine Aufgabe zu erledigen. Den hole ich mir zurück. So, einmal hier hoch. Ich habe gesagt, hier drauf. Was ist denn los mit dir, Nines? Hörst du mir eigentlich nicht zu? Once long ago, a volcano erupted. From the fires of the eruption, a god emerged. One day, the god appeared before the machines and said, consciousness, pain, joy, misery, fury, shame, desolation, the future, the meaning of life. What's that? Okay. Analysis. It is the ruin of a former human residential area. Large numbers of humans resided in such concrete and metal shelters. The structures were referred to by names such as apartment complex. I wonder why they insisted on living in such large groups. Things must have been really dangerous around here, huh? Negative. Living conditions were mandated by economic imbalance and a lack of space. Man, humans sure are weird creatures. Das war tatsächlich jetzt interessant. Ja. Ich weiß. Die werden wir auch alle noch lesen. Oh, da ist ja schon ein Save Point. Nice. Posteingang! Nein, es natürlich. Verlorene Ausrüstung kennen wir. Vorgesehene Korrespondenz. Ja, das kennen wir auch. Das ist. Achso, nee. Reguläre Verifizierung von Operator 210. Dies ist eine vorgesehene Korrespondenz für Yorha-Mitglieder. Antworte, falls du ein Anliegen hast. Solltest du kein Anliegen haben, ist keine Antwort notwendig. Operator 210. Oder 210. Ah, die ist schon ein bisschen langweilig. Glaubt ihr, sie will ja eigentlich nicht mit 9S zusammenarbeiten? Ach was, wir sind keine Menschen. Das hast du fein festgestellt, Maschine. Aber interessant, was das gerade war. Mit dem Gott und so, ob dein NS tatsächlich ein bisschen mehr weiß. Ich bin gespannt. Also tatsächlich scheint er ja wirklich irgendwie was zu wissen. Das mit dem Gott hatten wir ja tatsächlich am Ende. Ja, da bist du, ich weiß. Run. Target confirmed. Let's get him. Er hat also einen Plan. Schönes Wetter, es ist ziemlich warm. Und du bist kaputt. Ich wusste nicht mehr, wo das hinführen sollte.
So, einfach weiter. Musik ist tatsächlich auch wieder ziemlich cool. Wie immer. Ah, hier haben wir, glaube ich, gegen einen größeren jetzt gekämpft, oder? Also sind die... Irgendwer ist dafür verantwortlich, den sie als Götter verehren. Der sie so, der die Maschinen dazu gebracht haben, so zu sein, wie sie jetzt sind. Aber wer das ist, ob wir das noch herausfinden? Das wäre tatsächlich ziemlich interessant. So, nein, du erwischst mich nicht. Komm. Ah! Ich habe den Überblick fast selber verloren. Das ist kein Thema. Na? Komm, hacken wir ihn. Ganz schnell hacken. Ey. Nice. Jetzt explodiere. Boom. So, dich müssen wir auch noch aus dem Weg räumen. Ich sollte definitiv die Gegner hier immer schön mitnehmen. Ihr werdet kaputt, ja. Die kennt scheinbar Menschen. Habe ich das Gefühl. Hat ein Mensch ihnen all das beigebracht? Ah, den muss ich nicht hacken, der ist eh fast tot. So, den Großen kann ich hacken. Den werde ich auch hacken. Okay. So, ganz vorsichtig. Der schießt! Alter! Ah, nein! Ah, die Zeit wird knapp! Fuck! Ich darf kein Damage nehmen! Jetzt! Nice! Ah, es hat nicht so viel Schaden gemacht, wie ich gedacht habe. Na komm, nochmal. Holy shit, ist das eng hier. Ah! Der neue gespawnt. Das ist unfair. Kannst du nicht einfach neue spawnen? Was soll denn das? Hey. Was soll denn das? Lass den Mist. Danke. Jetzt flieg in die Luft. Ja, er ist so gut wie down. Ist halt wirklich. Seht ihr? Ein bisschen rumhacken und das ist kein Thema. Das ist definitiv eine Fähigkeit, die ich mit deinem Essen nutzen muss. Was heißt muss, aber... Es wäre bescheuert, sie nicht zu verwenden. So, und was haben wir... Ah, da ist er noch. Run. Ja. Warum nicht diesen Weg? Was ist falsch mit dem Weg? Ha? Das ist eine gute Frage. Nein, es ist schon ein bisschen so wie der Spieler, denke ich mir manchmal. These are android bodies. Hypothesis. They were killed by local machine life forms. What are they doing here? Unknown. It's like they were gathered here. Vielleicht haben die... Vielleicht haben die Maschinen auch einfach ganz viele Androids getötet, um damit jetzt gleich Adam und Eve quasi wiederzubeleben oder sowas? Ich meine, sie sind ja eh. Ich meine, Adam und Eve sind ja irgendwie sowas wie das Network an sich. Oder? Ganz vorsichtig. Listen to them, 2B. Together forever, they don't have any feelings.
They're just imitating human speech. Let's take them out. Einer der besten Stellen jetzt im Spiel. Also gleich. Meiner Meinung nach. Also das, was ich bisher so in meinem ersten Run gesehen habe. So, so macht das doch viel mehr Spaß, wenn ich mit einer großen Waffe in die Menge haue. Au. Wie er mich einfach weggekickt hat. Hey! Es kann doch nicht sein, dass sie so easy... Ah! Mein Damage ist so schlecht! Ich will wieder 2B spielen! 2B, please! Au. This cannot continue. Oh, das ist so gut. Richtig Gänsehaut, jetzt schon. This cannot continue. Oh, die Gänsehaut. So gut. An android? No. This is a machine. Hey Adam. Lange nicht gesehen. Vielleicht ist das ihr Gott oder so. Ich habe keine Ahnung. Ah, die Musik ist so gut. War es das schon? Als ob. Na komm. Das war doch nicht alles, oder? Komm her. Kann ich von hier hinten hacken? Ich hack dich kaputt. Oh, die Musik hier auch noch, dann so ein Chiptune. So gut. So. Na komm. Nice. Ah, au. Ah, das war ein Konter. Tatsächlich ein ziemlich leichter Fight jetzt hier. Aber, naja. Das will man machen. Dann wird immer noch cool, wie er auflevelt und lernt. Machine.
Damn it, not another one. Toopy, we gotta get out of here. Come on, through that hole. Alles klar. Ja, was mache ich da? Schnell raus hier, sonst könnten wir doch sterben. Gefahr. Nee, das wird schon. So. Ja, oh, fuck. Ja. Das habe ich echt voll vergessen. Nee, lief ja alles ganz gut. Ne? Nein, es. Looks like we're safe now. What the hell just happened? I know. I've never seen a machine like that before. We better report this to command. Wäre sinnvoll. Let's move to an area with better reception so we can contact command. Das wäre eine gute Idee. Das Nein, er ist gar keine Ahnung dazu hat, dass er nichts sagt oder so. Als ob du nichts weißt. Du weißt doch ganz bestimmt irgendwas darüber, oder? Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Was wollt ihr denn hier? Weg hier mit euch. Au. Au, au, au. Ey, was soll denn das? Moment mal, wenn das ihre Götter sind, zum Beispiel, dann ergeben die Namen Adam und Eve irgendwo Sinn? Was, wenn ihr Gott die beiden geschaffen hat? Oh mein Gott. Das ergibt auf einmal jede Menge Sinn. Alter. Ich glaube, ich bin hier voll auf einer Spur. Ich bin... Ups. 9S to Bunker. Do you copy? I read you, 9S. Go ahead. Operator, we just encountered a pair of humanoid machines. We weren't able to capture them. But I have combat data ready for upload. Understood. Ready to receive. Hopefully you can get something out of it. Ja. Mach mal was Cooles draus. Ha, eigentlich kommt jetzt schon das mit dem Freizeitpark hier nach, ne? Wir sind echt schnell so unterwegs. Wie viel Zeit haben wir überhaupt noch? Ah, eigentlich perfekt. Ich würde sagen, an dieser Stelle haben wir wieder ziemlich schnell Progress gemacht. Geht ziemlich schnell hier alles. Ich glaube, ich werde auch nicht allzu lang oder allzu viel mit 9S spielen. Sondern dann eher im nächsten Run viele Sidequests machen, weil... Nur mit einer Waffe zu spielen, ich vermisse die Kombos, ganz ehrlich. Da kann ich nicht anders sagen. Naja, was soll's. Auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe es hat euch soweit gefallen und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.